Wiegen! Ihr müsst was wiegen. Aber wir möchten eure Waden wieder ein wenig verdecken. Auch wenn sie wunderschön sind, geht euch kurz umziehen. Kurz abtrocknen, nehmt was zu trinken mit. Und dann erkläre ich euch gleich, was es mit Wiegen auf sich hat. Alles noch schön fest tackern. So, kommt nach vorne. Ich erkläre euch die Aufgabe. Die besteht nämlich darin, aus Zuschauern und euch selbst ein Gesamtgewicht von 400 Kilo zusammenzustellen. Wie viele Zuschauer ihr auswählt, bleibt euch selbst überlassen. Vielleicht wird der ein oder andere einen Zuschauer weglassen müssen, ich weiß es nicht. Ihr benennt eure Zuschauer immer abwechselnd. Die Zuschauer dürfen keinerlei Zeichen oder Hinweise geben, das auf ihr Gewicht schließen lässt. Ja? Also, wenn sie ausgewählt werden, bitte nicht sprechen. Und wer näher am geforderten Gewicht liegt, der gewinnt das Spiel. 400. Und die Münze entscheidet, wer anfängt mit der Auswahl. Wenn ich einmal hier unten habe? Dann hast du sie einmal hier unten und dann musst du sie auch nehmen. Okay. Nur diese Haupttribüne hier. Okay. Hier werden die Zuschauer ausgewählt. Na, habt ihr Glück gehabt da hinten, ne? Ja, natürlich. Ich glaube, ich nehme einfach 4 schwere. Heiko, hast du noch Fragen? Nee. Okay, erstmal auswählen. Was nimmst du? Dann schwarz. Heiko würde beginnen. So, ihr nehmt noch eben kurz eure Karten, die gebe ich euch. Ach, darf ich da was drauf notieren? Nein. Was? Ach so. Das sind die Karten, um den Zuschauern die Nummer zu geben, weil wir das natürlich gleich in der richtigen Reihenfolge machen. Also inklusive uns halt, ne? Inklusive euch. 400 Kilo. Heiko beginnt. Brauch ich ja nur noch 2 jemanden Leute aussuchen. Das habe ich mir gedacht. Man darf, die dürfen aber mal aufstehen, ne, bevor man die wählt. Die kann man mal auffordern, aufzustehen, oder? Ja, das geht. Ja. Das geht. Und ihr bleibt beide dann immer bei man mir. Darf ihn nicht, nein, du, nicht heben, der jemand. Nein, natürlich nicht. Auch nicht streicheln. So, Heiko, fang an. Stefan, du bleibst hier. Ja. Möchtest du dich wiegen lassen? Es ist eine rhetorische Frage. Herzlich willkommen. Ihr Applaus. Kommen Sie bitte nach vorne. Bitte auf die Seite. Heiko. Immer abwechseln. Ach so. Jetzt ist Stefan dran und du bleibst dann bei mir. Du kannst ja auch von hier gucken, nur damit du nicht kommunizierst. Stefan, du musst ja auch mit auf die Waage. Das hast du verstanden. Und Heiko auch. Achso, 10 habe ich. Okay. Du kannst so viele nehmen, wie du willst. Und auch deine zärtlichen 93 oder 112. Ich weiß es nicht, in welchem Zustand du gerade bist. Was kann ich denn einschätzen? Puh. Können Sie mal aufstehen, kurz? Kann einen Schritt auf Stufe mal runterkommen? Nicht reden. Angucken. Für gut befinden. Das ist doch mal eine Brautschau gewesen. Hallo, einmal zur Seite. Darf ich mal, muss ich 10 haben? Nein. Nein. So viel wie du, du kannst auch nur 2 nehmen. Ja. Wir brauchen hier 400 Kilo. Und der Heiko ist wieder dran. Kannst du mal aufstehen? Okay, Sie sind die 2. Herzlich willkommen. Stellen Sie sich bitte dazu. Und Stefan, deine 2. Person. Ist übrigens von hier oben sehr schön zu beobachten, wie alle den Kopf einziehen. Kann ich auch mal aufstehen, bitte? Im Publikum. Mal einen Schritt runter. Ja, ich nehme sie. Bitteschön.
Schönen guten Abend. Heiko ist dran. Nicht reden. Nicht reden, bitte. Auch wenn ihr Brüder seid. Ja. Und bitte auf die Seite. Vorsicht. Stefan? Also es ist ja auch ganz schön, zu Hause mitzuraten. Was bringen die drei, die Heiko sich da ausgesucht hat, wohl auf die Waage? Und das sind die Momente, wo man wirklich wissen möchte, was geht jetzt in diesem Kopf vor sich? Er wird gleich wieder sagen, er taktiert irgendwie besonders. Ich muss gucken, ob ich hinten nicht in Probleme komme nachher. Nicht mehr auswechseln. Die, die vorne stehen, die werden genommen. Also ich bin mir ja relativ sicher, bei Heiko, da ist schon einiges auf der Waage, wenn wir die junge Dame, die er zuerst ausgewählt hat, mal weglassen. Kannst du noch kurz aufstehen? Mal einmal runterkommen. Ja. Und bei Raab würde ich jetzt mal spontan sagen, bevor sich irgendeiner aufregt, ich bin da jetzt im Studio nicht zu hören. Ja, ich nehme sie auch. Der hat so zwei bisher da. Hey, wenn geht die richtige Nummer, Stefan. Eine um neue die 80 Kilo, schätze. Ihn hier so bei 75. Ist richtig, ja, ist richtig. Okay. Also, hallo? Es wirkt so, als würde er so hier in Applaus, etwa die gleiche Gewichtsklasse sich da suchen. Aber das ist natürlich schwierig, ja. Das kann man nicht immer sehen. Leute, die viel auf die Waage bringen, sagen oft. Du bist fertig. Wäre Knochen. Heiko ist fertig, dann stell dich auch dazu, bitte, Heiko. Aha. Stefan, wie sieht's bei dir aus? Also links und in der Mitte würde ich auf um die 100 schätzen, Heiko auch. Ja. Gib jetzt mal einen Tipp ab, bei Heiko liegen wir jetzt so bei 380 Kilo. Bei Raab inklusive ihm selbst würde ich sagen rund 320. Also ich glaube tatsächlich, dass er so spekuliert, damit sich am Ende 5 in etwa gleich Schwere zu haben. Vermute ich. Vielleicht wird er das noch erklären. Boah. Da ist schon mal. Da ist schon mal ein großer hier. Oh, ey, da muss er oder er? Nicht. Mein Gott. Können Sie mal kurz aufstehen? Oh, der bringt schon ordentlich so, was auf die Waage. Ne? Wow! Ja, ja. Steht hier auf einer Stufe eigentlich? Oder? Falsch gerechnet. Ja, das könnte. So. Können Sie nochmal aufstehen? Ja, der ist sehr muskulös, der junge Mann. Das ist schwer. Der ist ziemlich groß. Das wird ihm auch nicht so behagen. Können Sie mal auf die gleiche Stufe gehen, bitte? Ja, wenn man jetzt wüsste, wie schwer die Knochen bei den Jungs sind. War das jetzt schwer zu sagen? Ich würde spontan sagen, die sind beide zu schwer. Oh, ja? Jetzt, also da bin ich jetzt gespannt. Sie sehen auch toll aus, aber... Also da bin ich jetzt gespannt, ob der nicht am Ende... Aber gut, was heißt zu schwer? Es sollen genau 400 sein. Es ist schwierig zu sagen. Das muss ich kurz rechnen. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Willst du noch einen haben? Heiko ist fertig. Ich glaube, Raab liegt recht gut. Du musst auch mal drauf, ne? Das weißt du. Ja. Siehst du, ich hätte mich beinahe den Fehler gemacht. Da geht's nämlich schon los. Ich hab's ja nur 12-mal gesagt. So, ich brauche noch einen. Oh. 400 brauche ich. 400. Ja. Aber Scheiße, gut, wenn das noch merkt. Denk an eine Titanschraube, die wiegt auch ein. Ich war bei 500. Oh, dann habe ich zu viel, Scheiße. Ich habe ein kleines bisschen zu viel jetzt. Ja, aber ein kleines bisschen. So, dann stelle ich dazu. Ah, 400. Eine Nummer 5. Ich hätte die ganze Zeit auf 500 gerechnet. Wo hast du denn die 5 hingetan? Da. Ich glaube, er liegt gar nicht so schlecht, weil die ersten drei von links gesehen, die könnten durchaus unter 80 liegen. Jetzt fluche nicht. Wenn ich noch, ich hätte noch einen gebraucht mit 100 Kilo bei 500. Ja. Wir lösen auf und bitten jetzt die Dame und den Herrn mit der 1 auf die Waage. Wir gucken nicht hin. Wir gucken nicht hin. Ich muss es leider aus notariellen Gründen vorlesen. Erst wenn 2 draufstehen, dann können Sie sich selber ein Bild machen. Ja. So.
Stefan, komm mal hier hin, bitte. Ja, ach so. Ich will gucken. So, da sehen wir da auch. Links haben wir so, so und 78, 79 zu 66. Nee. Alles klar. Dankeschön. Und die Herren 2, bitte. Also es scheint mir in diesem Bereich zu sein bei Raab, dass er so gedacht hat, immer so um die 80. Natürlich stehen bleiben, sonst kommt bei macht die Addition nicht viel Sinn. Beide zusammen, ja. Fast 160, das ist genau das, was 100, ich glaube, dass er das gedacht hat. 80 fast, 179 auf der Seite von Heiko und bei Stefan 156,5. Dann die Herren 3, bitte. Ich glaube, bei Heiko wird es zu schwer. Bei Heiko 290,5. Nee, bei Heiko wird's gut. 232,5 bei Stefan. Ich glaube, das wird extrem knapp zwischen beiden. Bei Heiko tippe ich, sind wir. So, weiß, dann die Nummer 4 erst von Stefan jetzt. Ach, ist das eng. So, und er ist sehr schwer. Ja, er ist, das ist 331,5. Es sind die 10 Kilo wahrscheinlich, die er mehr hat. Nach wie vor natürlich 290,5. Und jetzt bitte Heiko und Stefan. So, Heiko, der bringt das auf die Waage. Ja. Ja, ja, das war dieser eine kräftige. Für Heiko und seine Gang. Dankeschön. Vielen Dank. War schwer. Ich dachte, ich hätte viel zu dass viel. Sie mitgemacht haben. Dankeschön. Nee, ich hab genau Dankeschön. Das ausgerechnet, weil ich dachte, wir gehen auf 500. Und dann wollte ich noch einen mitnehmen. Karten könnt ihr mitnehmen. Ja? Habt dann Andenken. Danke an unsere Kandidaten aus dem Publikum. Und das sind Punkte für Heiko. Nämlich 8 auf sein Konto. Und damit geht es 30 zu 6 für Heiko gegen Stefan.